So, wir bauen jetzt hier bei einem Eckrad X das Vorderrad aus, weil der Kunde eine kaputte Bremsscheibe hat. Dazu machen wir jetzt hier links und rechts die Abdeckung weg. Kann man einfach ganz normal abziehen. Auch auf der anderen Seite. Dann nehmen wir hier einen 8er Imbus. Und dann kann man hier ganz einfach die Muttern rausnehmen. Wenn die dann auch so raus wollen, wie sie eigentlich wollen. So, das ist dann einfach hier nur die Mutter. Und das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. So, dann kann man das Rad nicht einfach rausnehmen, sondern hier innen drin gibt es noch so eine kleine Mutter, sage ich mal, so eine Abdeckung, dass das Rad drin bleibt. Die kann man dann einfach rauspulen, wenn sie dann auch so raus möchte, wie ich das gerne hätte. So, und da sieht man dann auch schon hier, da bleibt dann das Rad dran. Das gleiche machen wir auch auf der anderen Seite. Ups. So. Und dann kann man, wenn man vorsichtig ist und die Bremsscheibe natürlich nicht gerade hängt, das Vorderrad vorsichtig jetzt in dem Fall einfach nach unten rausziehen, wenn eigentlich jetzt mal die Bremsscheibe mitmachen würde. Voller Vorführeffekt. Na, daher, dass die jetzt so verbogen ist, hängt die natürlich an dem Sattel. Das heißt, wir schrauben da jetzt einfach noch kurzerhand den Sattel ab. Das heißt, wir öffnen jetzt die Schraube und die Schraube, dann ist der Sattel weg. Und dann sollte das ohne Probleme gehen. So, der wackelt schon, sollte jetzt doch schon, nee, reicht leider doch noch nicht. Muss man doch komplett wegmachen. Ja, wirklich runterfallen kann der ja nicht, weil jetzt ist der komplett lose. Das heißt, jetzt sollten wir theoretisch gesehen in der Lage sein, das Rad, tada! Einfach nach unten rausziehen. Da haben wir jetzt das Rad, die Achse kann man rausziehen, muss man aber nicht. Mich stört es jetzt nicht.